So Leute, willkommen zurück zur Runde 2. Und ja, wie soll ich das denn sagen? Du sagst es nicht. Du sagst es bei den Leuten. Ja, also es fällt mir schwer, das nochmal sagen zu müssen. Allerdings ist es leider so gekommen, dass ein weiteres Team ihre zweite Runde leider nur zu dritt absolvieren kann. Es ist leider etwas doof gelaufen, aber was willst du machen? Ich bin ein bisschen leise. Musik ein bisschen leiser. Also ja. So. Kurzflug, Spiel zu dritt. Grund ist... Warte. Vorlesen. Wir sind beide bei zum dritten, weil einer aus unserem Team ein Familienmitglied im Krankenhaus hat. Oh, bitte nicht im Stream erwähnen. Oh. Also, Leute, habt ihr nicht gehört. Nee, ist nie passiert. Mhm. Er ist einfach nicht da. Da kann man nicht schlecht rausschneiden. Er ist einfach nicht da. Anyway. Geht los. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Mal wieder 3 gegen 4. Willst du nicht im Stream? Was will man machen? Ja, es geht los. Wir machen das Beste draus. Ja. Ja, der Leistungskurs in Blau und in Grün das Team Sturzflug. Und wir spielen Muschelchaos auf dem Heilbutthafen. Ja. Und der Free Wife. Das wirft ja richtig schnell. Ja. Ja, und es gibt natürlich jetzt einen ordentlichen Push. Follow-up und hätte auch mit dem ersten Mal wirft die Booyah-Bomb in gegnerische Backline. Bait und Ben und Jerry jetzt versuchen sich das Speed um den Kopf wieder zu holen. Da haben sie auch erfolgreich. Haben 2 Kills geholt. Damit hätte man jetzt vielleicht nicht so gerechnet, aber haben sie nochmal gut verteidigt, bevor noch Schlimmeres passieren könnte. Ja. Und da ist jetzt erstmal eine Strafzeit für den Leistungskurs von 38 auf der Uhr. Die müssen sie natürlich erstmal runterspielen, damit sie weitere Punkte machen können. Könnte jetzt ein bisschen hart werden, aber sie sind ja einer mehr. Und es gibt eventuell auch mit dem Kill auch auf Max Range. Hat die Ray Ready und die große. Wird die Ray, holt damit sofort einen Kill. Er kann nicht werfen während der Ray. Jedenfalls. Oder sie hat reingeworfen. Jetzt. Paddle Inktiki mit dem Follow-up. Ben und Jerry jetzt von hinten. Strafzeit vorbei. Zwei Clamps. Kommt auch rein. Holt die gratis. Wirft sie weg. Ist aber draufgegangen. Das wird auch noch nicht der KO. Der LK ist weiterhin in der Kontrolle. Ah, sie haben sich zurückgezogen von dem gegnerischen Korb. Dann Drake mit der Booyah-Bomb. Spinnt sie gleich. Wirft sie in die Mitte. Ja, man merkt, sie kämpfen, aber es ist halt wie auch im ersten Match schon bei den Sparkling Shrimps. Doof, wenn man nur zu dritt ist. Da kann man halt nicht so viel machen. Muss sie zurückziehen. Aber sie geben nicht auf. Es gibt jetzt den nächsten Push. Macht jetzt nach vorne, geht drauf, kann aber reinwerfen. Und da kommt noch reinwerfen. Ist zumindest in der Ecke mit der Wall zum Schutz. Und Pat kann ist die letzte Game reinwerfen. Und holt damit den ersten Sieg für den Splatoon-Leistungskurs.
Sie wollten nicht aufgeben, aber es ist schwer. Der Wille war da. Ja. Ja. Es fehlt zwar eins, gut, aber sie haben trotzdem gut gekämpft. Man muss man eben sagen. Ja, verteidigt haben sie letztendlich nicht schlecht, aber nach vorne hin ging natürlich nicht viel. Ja. Mit einem Mann weniger. Naja. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit Tom Kommando auf der Störwehr. Schau mal, wie es hier ausgehen wird. Im zweiten Spiel der zweiten Runde. Es ist auch wie in der ersten Runde ein Playoff 3. Also es werden alle drei Games ausgespielt. Mal gespannt, ob sich Team Sturzflug noch irgendwas ausdenken. Ob sie sich an der Taktik noch ein bisschen was ausdenken, um vielleicht jetzt noch das Match eventuell zu holen oder zumindest erstmal gegenzuhalten. Aber wir werden sehen, wie sie es zu dritt machen. Ja. Schauen wir mal, wie sie sich machen in Runde 2. Ja, weiter geht's. Map Nummer 2. Und wir sehen eine Machine. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Wir kennen da Traum ist schwacher. Bear und Jerry hat die frühe Arme, zählt sie auch sofort. Geh jetzt Richtung Mitte, ist sogar jetzt unter der Mitte. Ah, komm. Ich doch lieber raus. Ja. Wenn mein Team jetzt nur rausgepickt. Er hat jetzt auf dem Turm. Mui am Flank rechts. Das ist schon mal der erste Checkpoint. Ja, Leistungsfuß kann zwei weitere Kills holen. Erster Checkpoint geknackt. Ich dude mit dem Push kann ein Kill holen. Aber der Leistungsbus, der lässt da nicht wirklich nach. Sie lassen sie nicht nach vorne. Ja. Da gibt's kein wirkliches Durchkommen. Das hat den letzten Checkpoint geknackt. Ein Wipe. Und das ist der Wipe. Und das wird das Game sein. Ja, ein eindeutiger Sieg für den Splatoon-Leistungskurs. Haben hier keine Schwäche gezeigt gegen Sturzflug. So, und zur dritten Map geht es zur Herrschaft auf Camp Schützenfisch. Das höre ich nicht gerne. Diese Kombi. Ja. Aber nein, den kann ich verstehen. Wenn man es nicht spielen muss, ist schrecklich. Wenn man es nicht spielen muss, ist es super. Aber zum Zuschauen ist es auch mal ganz spannend. Schauen wir mal, wie das hier ausgehen wird, denn wie ja der West of Camp Ritzwisch sind die Zonen sehr weit weg. Was recht unüblich ist in 2. Das stimmt.
also sind wir mal gespannt, wie Sturzburg das jetzt hier verteidigen wird mit nur drei Leuten. Bei Herrschaft kann man auch, aus eigener Erfahrung, kann man, finde ich, am besten zu dritt noch verteidigen bzw. gewinnen, aber man muss natürlich die richtigen Momente abpassen und die Leute aus dem Spiel nehmen. Ja. Ob sie es schaffen, werden wir gleich sehen. Oder ob das jetzt das dritte Game für den Leistungskurs wird. Wir sind mal gespannt. Damit starten wir dann ins dritte Game dieses Aufeinandertreffens. Ja. Oh, interessante Kombi bei Team Sturzflug. Bei Hydras. Zwei Hydranten und das auf der Map. Das könnte ganz interessant werden. Ja. Zum Färben haben sie jetzt nicht unbedingt viel, aber... Ja. Die Durchschlagskraft haben sie auf jeden Fall. Holt sogar schon den ersten Kill. Ben und Jerry kann hier einen Trade rausholen. Von der linken Seite kommen jetzt die ersten Flanks. In der volle Zone. Die Hydras, die können jetzt hier rein sprayen in die gegnerische Hälfte. Und jetzt aber angehalten. Auch wieder und es gab schon mal Punkte für Team Sturzflug. Wir haben gerade auch wieder zwei Leute rausgenommen, die jetzt mittlerweile schon langsam wieder respawnen. Und sie halten gut gegen. Ja. McBeam jetzt mit seiner Ult hat sie bereit. Währenddessen die Armung zündet, ist aber schon gebrochen. McBeam zündet jetzt den Haftbomber. Kann damit eventuell die Zone cappen. Kann die einkappen, aber holt damit noch einen Kill. Versucht noch die andere Hydra zu kriegen, ist aber sehr schwierig. Aber Inkdude hat einen Sturzflug. Inkdude hat ihn. So, jetzt zum Leistungskurs. Zwei Leute in der gegnerischen Zone. Pat positioniert auf der linken Seite. Ja, jetzt wird es schwer, da wieder reinzukommen mit zwei Hydras. Aber ja. Ich denke nicht, dass es unmöglich ist. Sie haben auch noch ein bisschen Zeit. Sie haben einen ordentlichen Vorsprung. Und noch etwas Zeit. Ja, und haben die beiden Kids in der gegnerischen Zone geholt. Das heißt, der ganze Platz bei der gegnerischen Zone ist jetzt deren. Und was sie noch tun müssen, ist die... tschüss. Da ist jemand ins Wasser gefallen. Und schöner Pick von Smui. Ja. So, Leistungskurs holt jetzt die Führung. Smui noch. Ist schon wieder jemand ins Wasser gefallen? Weiß ich gar nicht, ich hab gerade gesehen. Smui jetzt sehr weit vorne. Und der Zähler geht immer weiter runter und das wird das Game sein. Ja. Sehr stark gespielt vom Team Sturzflug da am Anfang. Sehr weit runtergekommen mit den Punkten, aber am Ende zeigt sich mal wieder, dass... Sturzflug mit einem sehr starken Anfang. Da haben sich die beiden Hydranten ausgezahlt. Dennoch, zum Leistungs konnte sich die Führung zurückerkämpfen, die Kontrolle über die Zone und konnte auch hier den Sieg holen. So. Ja, damit ist ja auch hier Runde 2 für uns zu Ende und... Nach einer Pause geht's weiter mit Runde 3. Da werden wir sehen. Devil's Anchor gegen Shadow Squids. Bis dann.